Wahres Einander bedeutet, dass du auch etwas beiträgst und dann auch etwas empfängst. Wahres Allelong heißt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Denk darüber nach. If you study how the New Testament church functions, it can almost look like socialism. Wenn du studierst, wie die neutestamentliche Gemeinde funktioniert, kann sie beinahe wie Sozialismus aussehen. Parece um socialismozinho ali. But it was not socialism. Aber es war kein Sozialismus. It was one and other. Es ging um das Einander. So what is socialism do? Was macht der Sozialismus also? Somebody chooses to take from one and chooses to give. Jemand entscheidet, von einer Person zu nehmen und einer anderen zu geben. Wo ist hier das Herz Gottes? Das Herz Gottes ist, ich gebe und ich empfange auch. Zum Beispiel. Wenn ich sehe, dass mein Bruder in Not ist und ich habe, kann ich mein Herz nicht davor verschließen. Das wäre nicht Allelong, das wäre nicht Gemeinde. Aber die Leiter können mir nicht mein Geld wegnehmen und es ihm geben, denn das würde nur seine Faulheit unterstützen. Das eigentliche Herz der neutestamentlichen Gemeinde, der wahren Gemeinde, ist also, dass ich, der nichts hat, auch das Verlangen habe, den anderen zu geben. Also werde ich einen Weg finden, für den anderen zu leben, den anderen zu geben, für den anderen zu sorgen. Ich mag finanziell nicht in der Lage sein, für andere zu geben, aber ich kann Zeit, Talente und andere Dinge geben. Wir müssen verstehen, dass die wahre Gemeinde in ihrem Kern dieses Einander hat. Nicht die Reichen für die Armen, sondern einer für den anderen. Sobald wir verstehen, dass dies Gemeinde ausmacht, wird es ein natürliches Verlangen, immer füreinander zu sorgen, einander zu geben, einander zu lieben. Schau dir diesen Bibelvers an. Es ist wirklich sehr interessant in 1. Korinther 11, 33. Es geht hier um das Thema Abendmahl. Diese Leute nahmen das Abendmahl und taten das ganz falsch. Denk daran, dass es in der früheren Gemeinde nicht darum ging, ein Stückchen Brot zu essen und einen Schluck Wein zu trinken. Nein. In fact, they learned how to take communion from Jesus, and Jesus didn't take a little bit of bread and a little bit of wine. Vielmehr lernten sie von Jesus, wie man das Abendmahl feiert, und Jesus nahm nicht nur ein Stückchen Brot und einen Schluck Wein. Er hat einfach ein neues Abendmahl erfunden, Brot und Fisch. Where is the blood? Wo ist das Blut? Fishing. The bread, fish and wine would be good. Brot, Fisch und Wein wäre gut. White wine. Weißwein. Ich habe den Fehler noch nicht mal bemerkt. Wie auch immer, schau mal. How did Jesus first and even teach them how to celebrate the true communion? Wie lehrte sie Jesus überhaupt, das Abendmahl zu feiern? At a meal. Bei einer Mahlzeit. Celebrating the Passover and they actually had a meal together. Sie feierten das Passa und hatten eine gemeinsame Mahlzeit. Und während des Essens nahm Jesus das Brot und den Wein. That's how he... Am I hungry? Será que eu tô com fome? He did not take any fish, son. Sie nahm keinen Fisch, mein Sohn. O pão e o vinho. Yes, he actually had wine. Ja, er nahm tatsächlich Wein. And they had lamb too. Und sie hatten auch Lammfleisch. Okay. So they were having a meal. Sie hatten also eine Mahlzeit. And he said, this is my cup. Dann sagte er, das ist mein Kelch. Das Blut meines neuen Bundes. Das ist mein Leib, sagte er, als er das Brot nahm. So lernten sie, die Feier des Abendmahls hat mit Essen in Gemeinschaft zu tun.
atenção uns com os outros. Paul rebuked the church in Corinth. Paulus tadelte die Gemeinde in Korinth. Look at this. Schau dir das an. Paul said, because they celebrated the communion wrong, they did it wrong. Many are weak and many are dead. Paulus sagte, weil sie das Abendmahl falsch feiern. Sie machten es falsch. Viele sind schwach und gestorben. And many were sick. Und viele sind krank. This is a shocking thing that I've tried to teach the church for such a long time. Das ist eine schockierende Sache, die ich der Gemeinde schon so lange versuche beizubringen. Ignoring living alone killed a lot of people. Das Missachten, das alone zu leben, tötete viele Menschen, machte sie krank. They died prematurely. Und sie starben vorzeitig. So all the theologians and the pastors and the preachers have discussed what does it mean to recognize the body of the Lord. Die Theologen, Pastoren und Prediger diskutierten darüber, was es bedeutet, den Leib des Herrn zu erkennen. They said, well, in his stripes we are healed. If they would have recognized that what they're doing is the body of Christ, they could have had healing. Und sie sagten, in seinen Wunden sind wir geheilt. Wenn sie erkannt hätten, dass sie den Leib Christi gegessen haben, könnten sie geheilt werden. You know, I believe there could be a partial truth in this. Weißt du, ich glaube, da könnte eine gewisse Wahrheit drin sein. I don't believe that out of the context that this is a real meaning. Ich glaube allerdings nicht, dass das vom Zusammenhang her die wahre Bedeutung ist. I tell you why. Ich sage dir warum. Because when Paul was saying the body of Christ, he was not talking about Jesus, but the church. Denn als Paulus vom Leib Christi sprach, redete er nicht von Jesus, sondern von der Gemeinde. Look what he says in 1 Corinthians 11:33. Schau, was in 1. Korinther 11:33 steht. Therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. Here is a lelon. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Hier ist alelon. They violated the commandment of Jesus to love one another. That was so tragic. Sie haben gegen das Gebot Jesu verstoßen, einander zu lieben, und das war so tragisch. They did not recognize that the brother with whom they were together in the body was part of them. Sie erkannten nicht, dass der Bruder, mit dem sie im Leib Christi vereint waren, ein Teil von ihnen war. He said, "How don't you understand? You are members of the same body, allelon, one another." Er sagt, versteht ihr nicht? Ihr seid Glieder desselben Leibes, allelon, einander. He says, "Don't you eat and the other one comes and he's hungry?" Er sagt, ihr esst und der andere, der kommt, ist hungrig. He literally said, "Don't you have houses to go and eat?" Er sagt wörtlich, habt ihr keine Häuser, in denen ihr essen könnt? They lived like, hey, as long as I'm full and I have a good meal, I'm fine. Sie lebten so, hey, solange ich satt bin und eine gute Mahlzeit habe, geht es mir gut. Please, you have to wait for one another. Paulus sagt, bitte, ihr müsst aufeinander warten. Part of your body, you must live alone. Das ist Teil eures Leibes, ihr müsst allelon leben. Think about it, we've made community this little religious thing, but then we don't even care for one another. Denk darüber nach. Wir haben das Abendmahl zu einer kleinen religiösen Sache gemacht, aber dann kümmern wir uns nicht einmal umeinander. How can we celebrate a new covenant when Jesus gave us a new commandment to care for one another and we don't care for one another? Wie können wir einen neuen Bund feiern, wenn Jesus uns ein neues Gebot gegeben hat, füreinander da zu sein und wir uns nicht umeinander kümmern? It's almost like a smack into the face of Jesus. Und das ist fast wie ein Schlag ins Gesicht von Jesus. So Jesus, I'm not going to care for one another, but yet I'm going to eat bread and drink wine and say, thank you for the new covenant. Also Jesus, ich werde mich nicht um die anderen kümmern, aber ich werde trotzdem Brot essen und Wein trinken und sagen, danke für den neuen Bund. Paulus sagt, das ist selbstzerstörerisch. Wartet aufeinander. Eines Tages erkannte ich, dass ich am Anfang unserer Ehe kein guter Ehemann war. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch weitere Informationen gibt. We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen großartigen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen, click on the link
on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst zur Seite weitergeleitet, auf der du all die anderen wunderbaren Informationsquellen findest. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.